Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hier drüben! Oh, das klingt nice. Ja, da bist du ja. Ich wusste nicht, dass du bei der Prinzessin warst. Diese verdammten Karakuri machen manchmal mehr Ärger, als sie wert sind. Immerhin scheint es ihr gut zu gehen. Auch wenn sie etwas unzufrieden mit mir wirkt. Was braucht ihr denn? Hast du es etwa eilig oder was? Schau mich doch erstmal genau an. Fällt dir etwas Ungewöhnliches auf? Ich glaube, du hast ein neues Gewand, oder nicht? Nein, nein, nein. Die Kürbisflasche. Sieh nur, sie ist staubtrocken. Kein Tropfen Sake mehr übrig. Und fast genauso schlimm. Meine Taschen sind ebenfalls leer. Du weißt also wahrscheinlich schon, worum ich dich gleich bitten werde. Ich soll euch Sake bringen? Natürlich nicht. Ich bin durchaus in der Lage, selbst Geld zu verdienen und meine Kürbisflasche zu befüllen. Aber für meinen Geschmack ist es außerhalb der Stadt zu gefährlich. Daher brauche ich Begleitschutz. Komm schon, hilf mir. Wen soll ich denn sonst fragen? Ich muss zur Seeleninsel, um dort ein paar Materialien zu besorgen. Du kriegst doch deinen Anteil, weißt du doch. Willst du einem alten Veteranen nicht helfen? Klar, warum nicht? Du hilfst mir? Das hört man gern. An die Arbeit. Los geht's. Hast du jemals eine bodenlose Sakeflasche gesehen? Nein? Hätte ich doch nur ein bisschen Geld übrig. Dann müsste ich nicht so arbeiten. Ich mag den Kerl, der ist immer lustig. Da ist jetzt auch so ein Schwänzchen unterwegs, aber ich kriege 4 Herzsteine für einen Kill. Ah, guck mal, da wäre auch dieser Goldstachel. Vielleicht müssen wir den noch storymäßig bekämpfen. Yoshige ist zwar pleite, aber er hat einen Plan, um seine Mittel aufzubessern. Dafür musste ihn zur Seeleninsel begleiten. Also gut. Bring mir es hinter uns. Was ist denn hier für ein Dunst? Was ist hier los? Bilde ich mir das ein? Oder ist das Meer zugefroren? Warte. Oh, das sollten wir uns genauer ansehen. Aber geh lieber nicht zu nah ran. Hey. Eis klingt für mich schon so, als ob ich mir eine Feuerwaffe eben kurz gönnen will. Das ist bestimmt kein Holzgegner. Ich mache mal Wasserwiderstand. Ich denke mal, dass der Gegner in die Richtung geht, wenn hier schon alles eingefroren ist. Ja, es ist ja auch nur gefrorenes Wasser. Was bist du denn? Auch hier ist Eis. Oh, Häschen, komm her. Die knarzen mir zwar die Knochen, aber wenigstens wird mein Sake schön kalt. Ich glaube nicht, dass ich diese Kälte einfach wegtrinken kann. Gehen wir weiter. Ich glaube nicht, dass ich diese Kälte wegtrinken kann. Ey, Moment. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Alles ist eingefroren. Was ist hier los? Schon wieder das Werk eines Kemono? Ja, aber dann eines Gewaltigen. Oh, das ist doch verrückt. Als wäre man oben auf einem Berg. Ich höre doch ein Zuckerbo. Das war doch nicht... Nein, das kann nicht sein. Ich höre doch einen von denen. Da, ich bin nicht wahnsinnig, Leute.
ist denn das für ein ends cooles Vieh da hinten? Sieht ja mega nice aus. Was sind hier so viele Kaninchen? Was mache ich eigentlich mit denen? Ich habe jetzt ja schon so viele von denen gesammelt, du solltest eventuell weg. Was war das? Könnte das die Ursache für all das sein? Ist das nicht dieser Wolf vom Anfang des Spiels? Wir müssen herausfinden, was das für ein Ding war. Der kommt mir so aus der Nähe gesehen bekannt vor. Aber das ist so ein Spruch, den vermerke ich mir im Sprüchebuch. Ich glaube nicht, dass ich diese Kälte wegtrinken kann. Selten so einen guten Spruch gehört von einem NPC. Du siehst aus wie der Wolf vom Anfang des Games. Sequenz. Ja, das ist definitiv der Wolf vom Anfang des Games. Das kann nicht sein. Verdammt! Pass auf! Was will der denn? Huhn und Wolf streiten sich. War das nicht dieser mythische Phönix? Sonnenschwinge oder irgendwie in der Richtung hieß das, glaube ich. Hey, halt! Jetzt muss ich schon wieder das Huhn verkloppen. Hält das für eine gute Idee? Verzeih. Und tschüss! Das x-te Mal, dass ich dich umbringe. Und noch ein Eisenpanzer-Talisman. Es ist mir leider entwischt. Ach, kein Ding, Ujishige. Hauptsache, du kommst lebend zurück. Du hast sie besiegt, nicht wahr? Wie immer, sehr beeindruckend. Gehen wir zurück in die Stadt. Ich muss dir was erzählen. Okay, ich bin gespannt. Hat er noch was fallen gelassen? Die Gegend sieht durch den Wolf richtig cool aus. Hauptkarte Minato. Komm jetzt endlich im Minato an. Wir sind endlich im Minato. Oh, du bist wieder da. Hast du etwas Zeit zu reden? Ja. Ich weiß aber, dass es mir wieder so angezoomt ist. Ich schulde dir eine Entschuldigung dafür, dass ich da auf eigene Faust gehandelt habe. Ich konnte es mir nicht leisten, den Rasetsu entkommen zu lassen.
Hat er deinen Arm auf dem Wissen? Frostgrim und ich kennen uns schon lange. Ich will wissen, was er auf der Insel macht. Sein Territorium befindet sich eigentlich weit nordwestlich von hier. Bei Schloss Otski, der alten Festung von Gouverneur Ishido. Aber so wird sie schon lange nicht mehr genannt. Nicht mehr, seit sie von Schnee umgeben ist. Sie wird jetzt als Festung Fuyufusagi bezeichnet. Das ist gerade zu viel für meinen Kopf. Statten wir doch Suzuran einen Besuch an. Okay. Das sah mir gar nicht ähnlich. Nun, wir sollten uns jedenfalls mit Suzuran besprechen. Ich stehe schon vor ihr. Ja? Was ist los mit euch? Ihr seht beide sehr ernst aus. Nun, die Erklärung dauert vielleicht ein wenig, aber... Was für eine faszinierende Entwicklung! Ein Rasetsu hat die sommerliche Seeninsel in Eis gehüllt, sagt ihr? Oh ja, das müssen wir unbedingt untersuchen. Die freut sich ein bisschen zu sehr, die Frau. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation. Man erwartet normalerweise keine Eiskämme nur an einem Ort, der sich klimatisch so extrem von ihrem üblichen Habitat unterscheidet. Das mag sein, aber so ist es nun mal. Dort sieht es aus wie im tiefsten Winter, wortwörtlich. Kemono sind wie Menschen. Sie meiden lebensfeindliche Orte. Gemäß ihrer Natur sammeln sie sich in Lebensräumen, die ihrem Wesen entsprechen. Bedenkt das vorherrschende Klima auf der Seeleninsel. Würde ein Kemono, das Schnee und Eis liebt, solch einen schwülen Ort als Lebensraum wählen? Nee. Würde es nicht eher einen Ort mit moderaterem Klima, wie zum Beispiel entlang des Harugasumi-Pfads, wählen? Dieser Frostgrim ist so mächtig, dass es ihn nicht kümmert. Erinnerst du dich noch an Schloss Otski, den Sitz von Gouverneur Ishido, Suzuran? Es war herrlich dort. Überall Blumen und Pflanzen. Das blühende Leben. Nun nennt man es die vereiste Festung. Ja, heute ist das Schloss nur noch ein Schatten seiner selbst. Kemono haben in der gesamten Region für Schneestürme und Eis gesorgt. Es gibt bestimmt einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall von Minatus Karakuri vor langer Zeit und den aggressiver werdenden Kemono in ganz Azuma. Das Schicksal des Riesenbären könnte auch eine Rolle spielen. Die Region, in der er einst friedlich schlief, der Riesenbär war eine absolute Flachpfeife. Die Natur in diesen Ländereien macht anscheinend einen rasanten Wandel durch. Klingt plausibel. Oder auch nicht. Ich bin kein Wissenschaftler. Egal, wie lautet unser Plan? Tja, wir können uns keine langwierige Beobachtung der Kemono mehr leisten. Nein, wir müssen uns auf diesen Wolf konzentrieren. Wenn meine Hypothese stimmt, sollte sein Magen physiologische Änderungen vorweisen. Wie jeder Teil seines Körpers der Himmelsfäden aufnimmt. Na dann, es liegt einmal mehr an dir. Ich muss den Wolf jagen. Das ist wohl der einzige Weg. Wer weiß, was wir herausfinden. Aber wir können die Gefahr, die der Wolf für Minato darstellt, nicht ignorieren. Du erledigst ihn also und Suzuran kümmert sich um den Rest. So lautet der Plan. Oh, es gibt da ein Problem, um das wir uns zuerst kümmern müssen. Und das wäre? Der primäre Lebensraum des Kemono liegt rund um die Festung Fuyufusagi. Aber die Höhle, die dorthin führt, ist wohl beim Vormarsch des Erdspalters eingestürzt. Wir müssen also zuerst den Weg freiräumen. Fragt Ren, ob sie und ihre Leute uns hier helfen können. Das solltest du erledigen. Sie schuldet dir noch einen Gefallen oder zwei, nicht wahr? Ihr werdet nicht umhinkommen zu helfen, Ojishige. Ihr kennt den Weg zum alten Schloss besser als jeder andere. Ihr solltet als Wegbereiter agieren. Ach, weißt du, ich fühle mich gerade nicht so gut. Du wirst den Weg dorthin auch allein finden. Ich brauche etwas Zeit für mich. Was ist denn vorgefallen? Der Clan genießt einen guten Ruf. Sie stehen zu ihrem Wort. Ich wurde dem Clan noch nicht richtig vorgestellt. Du solltest also lieber selbst fragen. Okay. Geht klar. So, warte mal, wir müssen aber mal eben kurz Ausrüstung ändern.
war das Karakuri? Ja, hier. Das ist so ein Teil, was ich dann beschwöre. Okay, nehme ich mal statt dem Gleiter mit. Den brauche ich eigentlich relativ selten. So. Wir testen den Block mal da unten aus. Vielleicht muss ich ihn auf eine Wand richten. Das Ding verwirrt mich. Ah! Ja, das muss was treffen. Dann fliege ich sofort dahin. Das Ding ist dann aber auch mehr oder weniger schrottreif. Da stehst du gut. Habe ich jetzt mal getestet, ne? Oh, hier wie jemand was von mir. Mann, war ich lange im Beet. Ihr wollt, dass der Weg durch die Höhle freigeräumt wird? Sicher, das kriegen wir hin. Aber wir werden etwas Hilfe von euch benötigen. Was gibt's denn? Prinzessin Toga hat sich deshalb auch schon an mich gewandt. Sie sagte, es sei nicht dringlich, aber wir sollen uns darum kümmern, wenn wir Zeit haben. Wir konnten schon Fortschritte erzielen, aber in der Nacht hat ein Düsterschnabel angegriffen. Okay. Das Vieh hat einige meiner Leute verletzt. Ich wollte gerade melden, dass wir die Arbeiten nicht fortsetzen können, als ihr um die Ecke kamt. Wenn ihr euch um die große Krähe kümmert, kümmern wir uns um das Hindernis. Einverstanden? Klingt gut. Ach, ich kann bei dir auch noch generell hier, nicht hier Sachen machen, ne? Dir meinen tiefsten Dank. Ich hatte 2000 Gold für die Durchführung einer Gebäudeerweiterung. Wenn das dann alles ist, überlass das uns. Keine Sorge, wir arbeiten. Okay. Also ab und zu bei dem vorbeigehen und sagen, hey, ich will das haben. Ich kann nun einige neue Gegenstände fertigen. Nee, interessiert mich nicht, weil die Dinger useless sind. Kunst der Tarnung. Ich muss mir halt die Talismane, die wir freigeschaltet haben, noch angucken. Okay. Ja. Gibt aber Besseres. Also es klingt nicht doof, was ich da bekommen habe. Abgesehen davon, dass das genau dasselbe ist wie das hier. Schmiedekunst macht Spaß, findet ihr nicht? Stärker und schärfer. Oh, ach, genau, Spaß. Was ihr braucht, nehme ich mal an. Ach, ich hatte. Nee, ist noch Hochwasserkalle. Du bist meine Windwaffe. Dich kann ich einmal aufbessern. So, Vogelfluglehre ist damit drauf. Verringer Verletzungen in der Luft. Oh. Schmiedekunst machen. Gibt es hier gerade sonst noch irgendwen, der von mir was will? Nee, sehe nicht, dass irgendwer von mir was will.
genau muss ich denn dafür hin? Ach, wieder zur Schlucht einfach nur. Ja, Sporenschwänzchen gibt es dort, den Goldstachel und den Düsterschnabel. Düsterschnabel einmal gegenübertreten, dann wissen wir, welches Element wir brauchen und passen uns dem dann an. Geht zu dem Ort, an dem mein Trupp gearbeitet hat. Dort werden sich die Kimono zeigen. Das Biest ist also gefährlich. Ich würde gut vor. So auf Harzschwäche eventuell wetten. Ich versuche gerade auf die Rüstung zu gehen, damit man sieht hier. Es gibt halt eine einmal Harz, Erde, Feuer, Wasser und Wind. Ich könnte mir Erde auch gut vorstellen, dass er dagegen eine Schwäche hat. Das Problem ist, ich glaube, ihr habt nur eine einzige Erdwaffe. Nichts gibt es leider nicht, Kuma. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Feuerwerk gegen den ganz stark sein wird. Weil das ist ja wieder ein Federvieh. Ich kann mir Wind halt null vorstellen und Wasser kann ich mir null vorstellen. Feuer eventuell. Aber ich würde wirklich am ehesten sagen, Harz oder Stein. So, was habt ihr denn jetzt hier so gesammelt? Das interessiert mich. 4 Spiegelsteine. Oh, ihr seid wirklich nützlich. Die finde ich selten. Obwohl, ich meine, die hat sonst nur der ganz große Bär gedroppt. In welche Richtung muss ich überhaupt? Achso, einmal durch die ganze Höhle. Okay. Ja. Diese Taukristalle nehme ich mal ein bisschen was mit. Wenn ihr mich nicht bemerkt, kann ich euch streicheln? Und wenn ja, was droppt ihr? Komm her, ich tu dir nichts. Ach guck mal, die sind doch eigentlich ganz zahm und friedlich. Die geben Goldkäppchen. Na gut, macht Sinn, ne? Der Boss von denen, das war ja so eine Pilzratte. Also müssen die auch irgendwas Pilziges droppen. Ich höre wieder ein. Wo ist er? Ist er auf dem Baum? Ich komme und rette dich. Da oben, da sitzt er. Da sitzt der Halunke. Wie komme ich zu dir hoch? Ah. Hallo, jetzt sind wir Freunde. Und ich habe schon wieder einen neuen Freund. Ist der zweite auch da oben drauf? Bin ich eigentlich blind? Perfekte Position. Vorwärts. In den Baum. Hier ist ein Reisepunkt. Oh, da sind noch mal 2 Freunde. Oh, die wollen sich nicht mit mir anfreunden. Ich kann das verstehen.
Na gut. Schnellreisepunkt. Wenn es hier so billig ist. Ich will die ansprechen, aber sie wollen nicht. Ich glaube, ich muss da unten rum. So, du kein Vieh, ich komme. Spröde Wände? Hm? Wie, was, wo? Ach, da! Gut, wenn ihr mir das schon mitteilt, dann mache ich das einmal. Oh, ich habe irgendwie was in der Rolle falsch gemacht. Nein, soll ich nochmal bauen? So, jetzt aber, oder? BJB war doch richtig. Nicht das Problem. Geht doch. Nimm das. Der hat das irgendwie da in die Luft gebaut, warum auch immer. Wie dämlich ist das denn? Nimm das. Da oben. Die müssen den Weg nicht mehr freiräumen. Das habe ich gemacht. Ich sehe das Vieh nicht, also kommt wahrscheinlich eine Sequenz. Oder? Nee, da ist es. Hallo. Ich dachte, du kriegst eine Sequenz, weil ich dich nicht sehen konnte, aber bist doch da. Es gönnt sich gerade eine Ratte. Ein beeindruckendes Schauspiel, Leute. Eine düstere Krähe, die sich eine Ratte gönnt. Düster Schnabel. Ein Gegner, der Gift nutzt. Aua, der grapscht mich. Es kann losgehen. Feuer frei. Warum bist du genau jetzt auf dem Boden? Ich komm nicht dran. Beyblade, Beyblade, let it rip. Der verarscht mich doch. Hey, du setzt dich jetzt wieder hin. Der verarscht mich. Ich glaube, bei dem bräuchte ich unbedingt diese Anti-Gift-Rüstung. Der haut so übles Schaden raus. Aua! Ach nö, jetzt kann ich mich wieder nie wehren. Das ist doch ätzend. Ach, wenn ich schieße, bist du eh wieder auf dem Boden. Schießt er es in Blickrichtung? Nee.
Ja! Jetzt kann ich den Kampf mit dir aufnehmen. Aber ich muss erstmal heilen. Das Teil ist gerissen. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Geht doch. Ich guck nach, welches Element gut ist gegen den Sofalt, der einmal den Raum verlässt. Komm hier wieder ab. Danke. Ist egal, was ich treffe. Hauptsache, ich treffe was. Ich mag den Vogel nicht. Das Ding ist, er mag mich, glaube ich, auch nicht. Versuch's gleich mal mit einer Mauer, wenn er nochmal so einen Ansturm andeutet. Alter, ich kann nicht höher springen. Komm! Aua! Das ist mein letztes Heilwasser! Der Kampf ist grausam. Es kann losgehen. Ach, verdammt, das war nicht der Ansturm. Das war der Ansturm. Kannst du mal aufhören, so schnell zu sein? Gib mir die Fäden her. Gib sie her. Ich sitze auf deinem Kopf. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Aua. Jetzt zeig ich mir, wo der Frosch die Locken hat. Alter, ich habe keine Heilung mehr. Ich bin tot.
Ja, ich habe ihn endlich mal mit dem guten Hit getroffen. Und genau jetzt verzieht er sich. Ich habe nur noch einen Fitzel. Wartet, ihr seht das nicht, weil mein Avatar da drüber ist. Ich habe nur noch einen Fitzel. Es ist ein Wunder. Dass ich mit so wenig überhaupt noch lebe. So, was ist deine Schwäche? Erzähl es uns. Erde, ich wusste es. Und Wind juckt ihn einfach mal überhaupt nicht. Ich habe komplett die falsche Waffe gegen den. Ich habe aber, meine ich, noch die Wasserkrallen. Also mit einem Langschwert gehe ich ganz sicher nicht mit dem in den Kampf. Ausrüstung ändern. Also fürs Schwert ist er halt viel zu schnell. Kann ich mich eventuell in dem Zelt heilen? Nein, darf ich nicht. Ist hier irgendwo Heilwasser? Nur ein kleiner Schluck, bitte. Bitte. Wie Ushishige, ich will doch nur was zum Saufen. Ich muss erstmal Heilwasser sammeln. Ich überlebe sonst gleich nicht. Du bist wahrscheinlich dieses Goldvieh. Dich bekämpfen wir später noch. Ich lasse dich erstmal in Ruhe. Ich habe schon genügend Probleme mit dem Vogel. Nochmal ein bisschen Heilwasser. Sah aus wie ein gewaltiger Igel. Da sehe ich einen Zuckobo. Bis willkommen. Aber eigentlich suche ich gerade nur das Heilwasser. Ich kann ja so peripher ein bisschen in die Richtung laufen. Aber ich muss dringend erstmal meinen Heilvorrat aufstocken. Ach, guck mal, da ist direkt noch einer. Haben wir schon 13 gefunden? Lol. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon so viele hier gefunden haben. Guck mal, da sitzt direkt der nächste. Sind 14. Wie leicht seid ihr denn hier zu finden? Ich glaube, da ersaufe ich. Ich habe das Gefühl, hier ist noch einer. 15. Ich müsste mal hier hoch. Ich wollte gerade sagen, wenn hier so ein großes Gebäude ist, hier muss doch auch einer sein. Auch wenn das nicht das ist, wonach ich suche, ich nehme es. Irgendwas stampft da rum. Oh. Noch ein Schnellreisepunkt. Ja, ist gekauft.
Ah, kannst nicht bauen. Okay. Never mind. Kann ich mal ein bisschen Heilwasser jetzt endlich finden? Nein, danke. Mit dir will ich mich nicht anlegen. Du machst mir nur wieder mein Leben zur Sau. Da ist auch direkt ein neuer Freund für mich. Ich will doch nur ein bisschen Heilwasser, damit ich mich heilen kann. Der Vogel ist ein Albtraum. Habe ich hier nicht gerade was gehört? Ich habe schon 18 von denen gefunden innerhalb von 2 Stunden. Das ist rekordverdächtig. Hier ist direkt der nächste. Dabei suche ich die gar nicht. Wir machen doch noch gar nicht die Suchtour. Komm schon, gib mir irgendwo ein bisschen Heilwasser. Mit 6 überlebe ich das nicht. Ich habe gerade schon alle aufgebraucht. Hier sitzt der halt gerade. Das könnte nützlich sein. Ich krieg jetzt einen auf den Deckel. Och nö! Och nö! Jetzt zerstöre halt komplett alles, was ich in meinem Leben aufbaue. Oh, nochmal ein bisschen Heilwasser. Brauche ich auch direkt. Bitte fliegt noch, bitte fliegt noch, bitte fliegt noch. Ich habe das Gefühl, da muss ich aufstellen, während ich wenn das Vieh am Boden ist. Alter, da haut mir so viel Schaden. Ich muss unbedingt bis zum nächsten Mal besser holen. Warum kommt der Igel jetzt auch hier hin? Karakui, da. Ich brauch Feen, sonst krieg ich dich nicht vom Himmel. Genau in dem Moment bist du auf den Boden gekommen. Du willst mich doch verarschen, du Scheißvieh. Danke, dass du ein bisschen gegenheilen willst. Aua! Ja! Her damit! Diesmal habe ich es berechnet. Du Scheißvieh. Du bist mein neuer Nemesis.
Ist ja schlimmer als der Affe. Ich glaube, gegen den sollte man am besten mit der Kanone ran. Versuch mal eine andere Taktik. Hab Spaß damit. Die ist drüber geflogen. Ich hasse dich. Ich hole dich runter vom Himmel, du Drecksvieh! Ich hab ihm was kaputt gemacht. Heb ab! Ein paar Sekunden zu früh. Bleib am Himmel! Ich hasse dich. Okay, ich habe ihn ein paar Schwanzfedern ausgerissen. Wir machen Fortschritte. Nein, das sieht man nicht. Da hat man nirgendwo eine Anzeige für. Wieso rutschen die schon wieder in den Keller? Ich kann gerade nur darauf achten, wie es im Stream aussieht. Also bei mir läuft es eigentlich einwandfrei gerade. Man sieht, wie anstrengend das Vieh ist. Fast tot? Ich schau dir so hart einen auf den Kopf hier. Du bleibst hier! Du bleibst hier! Dich habe ich nicht gemeint. Also ich habe hier deutlich mehr als 20-30 FPS. Wenn ihr unbedingt feigen wollt, dann kommt her. Aber hüpf nicht um mich herum, du dummes Viech. Ihr gebt nicht mal ein besonderes Item. Ich weiß nicht, warum bei Whiters das immer das Problem ist. Mit den FPS vor allen Dingen. Wildhearts hat immer FPS-Probleme. Ich habe das mittlerweile einfach schon akzeptiert. Es ist halt einfach nur wesentlich besser als zum Start. Also ich habe das Gefühl, diese FPS-Probleme werden die einfach niemals in den Griff bekommen. Ich kann auch gerne nochmal über meine Einstellungen zeigen. Hier. Ich habe die Grenzen dazu ausgeschaltet, also... gibt keine Obergrenze bei den FPS. Wenn ihr nur 20-30 FPS habt, da kann ich auch nichts dran ändern. Und ich habe hier auch keine Option, die irgendwie anzeigen würde, wie viel FPS man hat. Das kann ich hier auch gerade direkt mit zeigen. Also, ich kann an den FPS nichts ändern.
Ich hab's gerade noch mal onscreen gezeigt. Nee, OBS hat man nicht gerade überhaupt keine Auslastung in der Hinsicht. Manchmal hat Twitch auch Probleme, was die FPS angeht. Manchmal hat Twitch selber auch die Probleme. Das muss man auch immer bedenken. Auch Twitch kann Probleme haben. Habe ich beispielsweise, wenn ich mal Sunny zuschaue, da habe ich irgendwie gefühlt alle 2 Sekunden Standbild. Aber bei ihm läuft eigentlich alles prima. Ich überlege gerade. Das Teil stelle ich jetzt mal eben kurz auf und dann verbessere ich eben kurz den Tsukumo. Ich habe so viele Dinger gefunden. Ich muss das einmal kurz nutzen. Ja, Heilungsverstärkung, bitte. So, und wenn ich direkt hier bin. Ich habe halt nicht unendlich Heilung. Ich kann hier was einsammeln. Ach, ich darf mich daran heilen. Stimmt ja, da war ja was. So, ich will die Schmiede einmal kurz verwenden. Und das Basis-Karakuri wieder dazu ändern. Ich habe das Gefühl, die Sprungfeder nützt mir so oder so nichts. Weil ich dadurch nur nach vorne fliege. Dass unser Charakter bisher auch keinen Geistesblitz hatte. Das hatte normalerweise bei jedem Vieh mindestens einmal. Vielleicht hatte ich das richtige Karakuri einfach nur bisher nicht dabei. Aber ich kann ja mal gucken. Bevor ich jetzt wieder in den Kampf ziehe. Das gönne ich mir mal sofort. Man kriegt das angezeigt, wenn der irgendwie einen Geistesblitz kurz vorher hat. Ja, hier. Voraussetzungen? Ah, guck mal, ich hatte genau das, was ich brauchte, nicht dabei. So eine Armbrust. Wahrscheinlich, um den runterzuschießen, während der fliegt. Ich habe wenig Lust, den nochmal zu bekämpfen. Hier ist schon wieder einer. Ich habe schon 20 hier gefunden. So, jetzt habe ich heilenden Nebel. Ich habe den scheiß Fuß erwischt. Ich habe ein paar noch am Kopf dran. Ich konnte den Neutragen doch nicht machen. Ich will weg von dem. Gute Entscheidung, dass ich weg wollte. Ich sehe eine Stelle, wo ich dir was rauskrapschen kann. Irgendwo hier war sie. Da, da. Lass mich da ran. Bei so einer komischen Kamera finde ich das Ding nicht. Vor allen Dingen, weil sich das Steuerungsteil mitdreht. Ich wollte nur ein paar extra Karakuri-Fäden haben. Ich hab's nicht auf ihn drauf. Na, wo ich halt wieder drauf. Nein, ich spiele nicht mit Community. Die Funktion habe ich extra aus. Mit Kollegen würde ich, aber nicht mit Community. Hey, habt ihr es geschafft? Hallo? Ich liege am Boden, Junge. Jetzt darf ich noch mal dahin latschen.
Ach, guck mal, hier ist Heilwasser, falls ich es brauche. Ich sage, wenn man es nicht mehr braucht, dann findet man es haufenweise. Wenn man es braucht, dann findet man es gar nicht. Bist du genau jetzt tot? Es hätte nur ein Schlag gerade eben gefehlt, dann wäre er tot gewesen. Verzeih. Ich krieg's Kotzen. Ich hasse dich, du Mistvieh. Ey, immer wenn ich sterbe, dann fehlt immer nur so ein Schlag. Das war beim Affen schon so. Oder bei dem riesigen Wildschwein. Fantastisch. Dann machen wir uns gleich wieder an die Arbeit. Wir treffen euch dort. Ich fühle mich so verarscht. Ich wusste doch, dass ihr schnell seid. Deswegen habe ich meine Leute bereits zusammengetrommelt. Das wird nicht lange dauern. Wartet einfach hier. Weil ich das falsche Rakui dabei hatte, habe ich jetzt das Teil nicht freigeschaltet. Wir wollen jetzt ja nicht überarbeiten, oder? Nicht, dass noch irgendwas schief geht. Gut, Leute. Legt die Werkzeuge weg. Trinkt was und macht mal Pause. Wie ihr vielleicht wisst, wurden die meisten Tsuruhashi-Handwerker nicht hier in Hinomoto geboren. Ich komme aus der Stadt aus Stein, tief im Westen. Und viele Leute meines Trupps traf ich, als ich über die endlose Bergkette und die Goldene Halbinsel hierher gekommen bin. Daher verfügen wir über Werkzeuge und Techniken, die man hier eher nicht kennt. Das hat uns in der Hauptstadt viele Aufträge beschert. Aber jetzt kämpfen sie nur noch darum, wer Nachfolger des Shogun wird. Das gibt Krieg, da bin ich mir sicher. Im ganzen Land. Daher haben wir die Hauptstadt verlassen, um dem zu entgehen. Prinzessin Togas Einladung kam da genau zur richtigen Zeit. Was ist mit euch? Warum seid ihr in Minato? Mit euren... Ich komme einfach nur viel herum. Ja? Ich habe nicht viel Gutes gehört, um ehrlich zu sein. Ihr scheint allerdings einen anderen Eindruck zu haben. Gut, wir machen uns besser wieder an die Arbeit. Wir werden euch nicht weiter aufhalten. Ach, alles gut. So, alles erledigt. Auch wenn ich nicht weiß, wohin dieser Weg führt. Ich dachte, der alte Trunkenbold kennt sich in dieser Region aus. Wieso geht ihr nicht zurück in die Stadt und befragt ihn? Wir müssen hier nur noch aufräumen. Okay. Ah, na Ewigkeiten kommen wir endlich hier an. Ach ja, ich habe ja Mineralien gesammelt, stimmt ja. Neue Rüstung kann geschmiedet werden. Ach nee. Die Handwerker sind guter Dinge. Yes, I am. But I don't play with community. Hier ist die Liste. Ich sollte das, glaube ich, mal in die Text bei White Hats packen, dass ich solo streame. Weiß ich nicht auswendig. Dafür müsste ich in die Einstellung vom PC gucken. Ich kenne die halt wirklich nicht auswendig. Ah, hier seid ihr. Habt ihr gerade viel zu tun? Ich hätte nämlich einen dringenden Auftrag für euch. Was möchtest du von mir? Es wurde mal ein Boot angegriffen, das an der Insel vorbeifuhr. Die Besatzung hat den Angriff gerade so überlebt und sich nach Minato geschleppt. Den Fischern zufolge sorgen wohl wieder einmal Kemono für Unruhe auf der Insel. Wenn diese Angriffe nicht aufhören, ist unser Handel bald erledigt. Alle Waren aus dem Norden werden... Angeblich sind die Knochen dieses Kemono leicht und robust, also perfekt für Fischerausrüstung. Die Materialien würden also auch nützlich sein. Wir können es uns wirklich nicht leisten, den Handel noch weiter zu gefährden. Okay.
So. Ich erwische immer die falsche Taste. Hier will ich hin. Ich erwische gerade nur den Punkt nicht. Also ich kann dir nur sagen, ich habe eine 3080er Grafikkarte. Den Rest weiß ich nicht auswendig gerade. Ich musste dafür halt wirklich nachgucken und da habe ich gerade ehrlich gesagt keine Lust mehr zu. Ich könnte mir das mal irgendwann mal aufschreiben, einfach nur damit ich das vorlesen kann. Aber ich habe einen 3000 Euro PC hier und das Spiel läuft trotzdem nicht einwandfrei. Also das kannst du dir als Richtmaß nehmen. Ich will mir die Waffe angucken. Ich guck mir einfach nur vom Katana an. Warte mal, wir schmieden keine neue Waffe dafür. Reicht ja, wenn ich darüber reingucke. Wo ist denn der komische Vogel? Da. Meisterduelland. Ich kann aber nicht so gut Englisch. Giftnutzung. Das ist die Waffe, die ich haben will. So eine Allrounder-Waffe. Das wäre auf der Knarre bestimmt ganz geil. Wie sieht denn seine Rüstung aus? Okay. Ich sehe den Charakter gerade gar nicht. Oh, sieht die Rüstung cool aus. Das hätte ich auch mal früher gebrauchen können. Warum will ich provozieren? Hat die Rüstung irgendeine Fähigkeit, die genau darauf abzielt? Die Rüstung will ich. Die hat wesentlich mehr Verteidigung als meine. Ich gönne mir auf jeden Fall schon mal die Handschuhe. Und mehr kann ich mir offenbar auch nicht gönnen. Ich glaube, ich werde den noch ein paar Mal jagen und gönne mir die Rüstung von dem. Ja, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Ich lade ja den ein oder anderen Part bei YouTube hoch. Also die ein oder andere Jagd trifft es besser. Auf Twitch ein Follow. Gegenseitig ist beides verlinkt. Von YouTube verabschiede ich mich hier als erstes. Euch sage ich mal, ciao, werte YouTuber-Gemeinschaft. Und wink euch in die Kamera. Ciao.